das Herz schlägt. Und zwar mit 1,1 Billiarden Teraflops pro Sekunde. Denn das ist das Herz des neuen Cray-Superrechners. Der Deutsche Wetterdienst kann damit so viele Kalkulationen gleichzeitig anstellen wie mit etwa 30.000 handelsüblichen PCs. Mit dem neuen Rechner werden dann bis zu 40 Vorhersagerechnungen für einen Tag angestellt. Aus der Streuung zwischen den einzelnen Rechnungen können wir dann abschätzen, wie wahrscheinlich ist denn die vorhergesagte Wetterlage. Das heißt, wir können dann sagen, zum Beispiel morgen oder übermorgen wird es mit 30% Wahrscheinlichkeit etwa 20 Zentimeter Neuschnee geben, sodass sich also dann der Bürger ein bisschen besser darauf vorbereiten kann, fährt er mit der Bahn oder probiert das doch noch mit dem Auto. Die bisherige Leistung kann mit dem neuen Rechner um das Dreifache gesteigert werden. Und dabei wird dank modernster Technik auch noch Strom und Platz gespart. Bereits in den letzten Jahrzehnten ist die Vorhersagetechnik immer besser geworden. Wir haben im Deutschen Wetterdienst 1968 angefangen mit Wettervorhersagen, basierend auf diesen numerischen Modellen. Und eine 24-stündige Vorhersage 1968 hatte die Genauigkeit, die heute eine 6-tägige Vorhersage hatte. Die Wettervorhersage wird mit dem Superrechner noch präziser. Kann es also irgendwann eine 100-prozentige Genauigkeit geben? Nein, das kann man eindeutig beantworten. Wird es nicht geben, das sagt die Physik. Das heißt, es hat gar nichts mit unseren Fähigkeiten zu tun. Die Vorhersagbarkeit des Wetters, die beschränkte Vorhersagbarkeit des Wetters, ist eine Eigenschaft des Wetters selber. Noch laufen der alte und der neue Rechner parallel. Wenn die Kinderkrankheiten des neuen Systems ausgemerzt sind, soll der veraltete Computer in einem Jahr abgeschaltet werden.